Mein Name ist Jermaine Scott und ich bin hier zu kämpfen. Bereit für morgen. Ich bin Wladimir Raev, ich komme aus Russland. Ich freue mich, morgen in Berlin zu kämpfen. Sein Trainer in der Ecke ebenfalls, Andy Scharfenberg. Hatte der Schmiede vom Golden Glory Breder trainiert. So, auf geht's. Beide versuchen mit High Kicks den Gegner zu punkten. Schöne Logik aufs Außenbein. Aber das Knie. Jetzt hat man sein Ziel gefunden. Punch und Cross gut getroffen. Backfist. Leicht missglückt. Alle beide sehr überlegt, nicht wüst. Suchen sich ihre Lücke. Aber schön den Punch nachgesetzt in Dortmunder. Erste Runde ebenfalls ausgeglichen. Ring frei, zweite Runde. Alle beide Kämpfer mit einem guten technischen Repertoire. Zwei geschlagen wird schön aus der geschlossenen Technik. Deckung. Sehr schön, schön. Aber der Schalke hat gut getroffen. Schöner Background Kick.
Des Dortmunders. Geantwortet mit einem Low Kick vom Berliner. Starker Auftakt von allen beiden in der zweiten Runde. Höheres Tempo, alle beide gehen jetzt. Schön gekonnt des Dortmunders mit einem Punch. Nachgesetzten rechten Crosshaken. Schön geschlossene Deckung des Dortmunders. Variabel in seinen Techniken. Jawohl. Der Low Kick. Sein Ziel gefunden. Der ist Galinos. Schöne zweite Runde. Sehr explosive zweite Runde. Dennoch sehr ausgeglichen von allen beiden Streitern. Gutes Niveau. Auf geht's, dritte Runde. Beide Streiter werden jetzt nochmal ihr gesamtes technisches Repertoire versuchen, um den Kampf jetzt eindeutig zu entscheiden. Wieder explosives Auftaktverhalten des Berliners. Der Dortmunder kontert ihn schön aus. Der Crosshaken, der ist dort unter uns. Oh. Schönes Knie vom Dortmunder. Ich hoffe, mal Schlagabtausch. Wieder Links-Rechts-Kombination des Dortmunders. Abschluss zum High-Kick. Vor die Deckung. Dortmunder arbeitet gut mit dem Knie. Manchmal stimmt die Distanz nicht ganz, um es richtig zum Einsatz zu bringen. Dortmunder versucht viel lang zu arbeiten, um den kleineren Mann aus Berlin auf Distanz zu halten. Sehr schöne, explosive letzte Runde. Wir
dürfen gespannt sein auf das Urteil der Punktrichter. Sieg für die Fight Lounge aus Dortmund, einstimmiges Punkturteil.